So, willkommen zurück zu dem Stream, wo die Haare von meinem Pinocchio immer weiter wachsen. Ich werde ein Mensch, der einzig wahre Human Being. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie geht es nur weiter? Ja, vielleicht wachsen mir auch Haare am Sack. Wer weiß das schon? Ich komme in die Pubertät. So, das letzte Mal haben wir schön gequarzt. Jetzt heißt es. Ich glaube, ich direkt schon. Oh, Goldmünzenbaum! Goldmünzenbaum! Let's go to the tree. Sehr schön. Und dann geben wir den Kram doch auch mal aus. Stalker. So ein paar Stalker. Stalker. Davon habe ich schon zwei. Zeit, um die Zerstörungskraft des Gespenstes zu bekommen. Keine Ahnung, machen wir das einfach mal. Okay. Ein Leistenstein. Ich wüsste zu gerne, was dieses Parieren eigentlich dann bringt. Aber ich bin jetzt zu faul, das zu überprüfen. Ich kann für meine Legionswaffe, kann ich jetzt die neue Fähigkeit, Sachen zu parieren. Die Eigenschaften der einzelnen Griffe. Also was heißt, die Legionswaffe kann die, ist ja generell eine Sache, die blockt. Aber meine Waffe kann jetzt irgendwie, jetzt mit meinem, Fabel Energy kann ich da jetzt im Endeffekt Shit machen. Mit Y. Aha, da sieht man's. Okay, krass. Geronimo! Jetzt bin ich vorbei. Dum 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 dum. Machen wir mal die Taschenlampe an. Schalalalala. So, und hier sind wir jetzt, glaube ich, vor dem nächsten Endgegner. Das war der Punkt, an dem ich mich verabschiedet habe. Vor allem ist jetzt mal fast schon eine Premiere. Es ist abends. Meine Frau sitzt neben mir, beschäftigt sich gerade mit Adressbestätigung. Von der Sparkasse. So, was haben wir denn hier? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch eben noch was gesehen. Oh, da ist noch was. Ergo-Herzen verbinden Gehirne durch Wellenlängen. Die transparente Vollständigkeit, in der keine Lügen existieren können. Ist das die neue wahre Welt oder ein erzwungenes Gefängnis? Vielleicht werde ich nicht in der Lage sein, frei zu denken. Ich lache in meinem Kopf oder laufe davon. So, der Boss ist ja doch jetzt safe leichter als der Puppenkönig, oder? Sonst bin ich ja echt traurig. Champion!
Ich hab den Kleinen besiegt. Was macht er? Wollte mich grabben, ey! Der kleine. Jawoll! Victor! Okay. Mein Gespenster wieder voll Energie. Ah ja. Kleiner Drogenheini, ey. Scheiße! Das war's, oder? Nö. Was wirklich. Jawohl, first try, oder? Ich kann ihn noch einmal wiederbeleben. Achievement unlocked, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Champion of Evolution. Wer war das denn? Sonic the Hedgehog, Stachelkopf. Wer bist du denn jetzt? I'm surprised. Geppetto und Jung? Victor. Geppetto's creations are truly marvelous. Ah, but where are my manners? My name is Simon Manus, a leader among alchemists.
I've known your father for a long time. We used to be colleagues, you know. Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind. Locked into conventional thinking, I'm afraid. But even he can't stop such a magnificent discovery. It's the door to a new world. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring, is it not? What do you suppose our cure has created here? Hoffnung auf Heilung? I have to admit some surprise. I didn't expect you to be as rational as we are. I'm impressed, even if it's a lie. I'm sorry, I underestimated you for being a puppet. You're open-minded enough to hear the truth about the petrification disease. The disease does not signify death. It's the process of purifying a person's essence. A purified human who overcomes the petrification disease will gain a strengthened body and a mind free of lies. The essence is ergo. Yes, the ergo you use as your power was once a human being. Our undertaking is to help others experience this purification through this elixir. Truly, it's an honor. Ergo's power can do even more. In the hands of the awakened, its abilities are limitless. We already have the means to control that power. Power beyond your imagination. So while you wallow in a pathetic past, we step forward into humanity's future on the Isle of Alchemists. You're welcome to come to the island and witness our triumph firsthand. Or perhaps you'll make a futile effort to stop us. Maybe the Saintess statue can help you. In any case, good luck. Standing against evolution must be exhausting, not to mention demoralizing. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can say that Simon Manus, leader of the Alchemists, isn't hospitable. Eliminated! Darf ich dir jetzt was gegen den Kopf werfen? So ein Zahnrad oder sowas? So, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Habe ich jetzt... Wo ist denn die Belle? Die Belle! Die habe ich doch jetzt, glaube ich... Die müsste ich doch jetzt holen können. Lassen Sie mich vorbei! Ich will zur Belle! Hier konnte ich jetzt... Kann ich hier irgendwo hoch? Da! Da war doch die Tante, die meinte, mach mir den Weg frei und... Oh Mann, da komme ich gleich lang! Dann würde sie mich... Würde sie selbst hier rausfinden. Das
Wenn ich jetzt einfach hier durchrenne. Nein, lassen Sie mich in Ruhe. What the fuck? Okay, ich werde so sterben. Ich in Ruhe! Oh mein Gott, ich dachte, ich wäre tot. So, wo ist sie denn jetzt? War sie nicht auch da? Die war doch hier unten, oder nicht? Nee, das hat nicht funktioniert. Das war Schuss in den Pippes. Dann ist die schon weg. Dann gehe ich doch mal zurück. Dann hat die das den Weg schon alleine auf sich genommen. Aber wie diese Maschine einem hinterher rennt, ey. Und ich wundere, den einen habe ich jetzt nicht angewählt, weil ich hatte das Gefühl, dass ich mich vielleicht da nicht hinsetzen kann, wenn mir dieses Kolossum da hinterher fährt. Aber trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht, denn ich hätte gern Quarz. Ich hätte gerne Quarz. Kriege ich ein Pasta Frutta? Da ist er doch. I'm afraid you saw my bad side at the Grand Exhibition. I was able to escape, thanks to you. I didn't mean to be ungrateful. I'm a soldier from outside Kroth. They sent us in pairs to investigate. I got trapped by the blockade and separated from my partner. I don't think the puppets are the only things at play here. Can I stay with you until I get in touch with my partner? I get the puppets, but what are the monsters doing here? What is happening to Kroth? I get the puppets. What is happening? Er läuft nicht so gut hier. Antonia has heard about the Grand Exhibition. She realizes their cure is meaningless. Her illness has worsened. Perhaps because she lost hope. I fear we might lose her soon. Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe the gold coin fruit is our last hope. I have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous of medicines. Please find a way to treat her. No matter what, sir, be welcome. Das heißt, dann meint er jetzt den anderen Alchemisten da?
Will you do, me a favor? For once, it's not difficult or dangerous. Just give this to Alidoro. I'd give it to him myself, but he's in the barren swamp now. He'll understand the significance of this gift. I know. Vier Fingerhandschuhe. Im kahlen Sumpf. Ja, Hotel Krat. Aber dann muss ich jetzt... Der kahle Sumpf kommt dann jetzt wahrscheinlich noch. Das ist natürlich auch wieder... Klingt wieder total toll. Nehmen wir uns mal noch zwei Goldmünzen mit. Hier. How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well. Thanks to you. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore that. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but... I leave the choice to you. A longer but painful life. Was soll ich machen? A quicker but peaceful länger end. Schmerzhaftes oder schnelleres friedliches Leben? I'll make the cure if you give me one gold coin fruit. Vielleicht länger schmerzhaft und dann. Stalker, please. If you pick. Ah, habe ich das Medikament. I believed in you, and my belief has been rewarded. She can be cured. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Danke, das muss ich schon wieder tun. Wie wär's einmal, wenn die Oma das entscheidet? What would you... Yes. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Thank you so much. No matter what happens, I will accept it. I will administer the medicine. Please accept this token of my gratitude. Wollen wir nicht mal kurz mit der Frau reden? Have no idea. Thanks for keeping me. Nee. Oh nein, der ist weg. Das ist das Ding. Nein, mein Kumpel ist nicht mehr da. Das ist Antonio oder wie der Typ hieß. Schissel, mein Nissel. Weiß ja nicht, wo diese Tür war. Es gab ja eine Tür, die war irgendwo am Anfang jetzt. Hab ich schon wieder vergessen. Müsste ich alle meine Videos nochmal durchgucken. Da, eine unsichtbare Wand. Nein.
natürlich nicht. The Isle of Alchemists. According to the guide, Vanini visited that place. That's something, I guess. Sehr krasser Wandteppich. Hält eine Rolle von mir stand. Oh, da sind die beiden wieder. Der Fuchs und die Katze. Ciao, Bello. It seems you and I share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig. I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's set to work miracles. Ich hab noch eine. And do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure. And never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bombolone. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Can you hear me? Please. Yeah, here. Knew you were a true friend and generous. That's right. I liked you from the start, you know. Just had a feeling. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying behind. Ihr habt mich da bestimmt verarscht. So, I suppose this is farewell. I won't ever forget your kindness. Here, a small token, but it's a gift from the heart. Now go. Oh, ich hab Musik gekriegt. I have Honestly, music. I didn't really expect you to bring us a damn thing, and yet, thank you. True. Yeah. Wow. You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say, and monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists, forget it. It is their secret island, a place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel, needs must when the devil drives. There could still be a way, a dangerous but marvelous mode of transportation. But it won't work without a golden ergo. My research, well, Pulcinella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. Also muss ich also led me to believe it is guarded by actual monsters. So I can't make this decision for you. It's up to you. No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we have that golden ergo. It's just not worth getting our hopes up, compagno. Jetzt hoffentlich fahre ich direkt zum kalten Sumpf.
Ich stelle mich auch gerade vor, ich guck's vom KVB-Plan. Ja, nächster Halt, kalter Sumpf. Straßenbahnschutz nur zu kalten Sumpf. Es ist wirklich so. Okay. Alles klar. Warum auch nicht? Hier ist ganz viel tot. Oh, Veninis Reiseführer. Veninis Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Krat, die vierte Ausgabe. Die Attraktion dieses Monats, der kahle Sumpf. Was eine Attraktion, ey. Naja, also die Kloake von, keine Ahnung, von Bochum. In dieser Ausgabe von Veninis Reiseführer möchten wir Ihnen einen besonderen Ort vorstellen, der sich von den bisher vorgestellten Attraktionen unterscheidet. Und wir meinen das nicht unbedingt positiv. Natürlich könnte er ein paar Leute mit einem besonderen Geschmack ansprechen, aber wenn Sie ein Abenteurer sind, der alles über Krat wissen will, lohnt es sich, etwas über seine dunklen Seiten zu erfahren. In diesem Sinne ist der kahle Sumpf das Gebiet des Krats, das Krats Schatten besonders gut zur Geltung bringt. Der kahle Sumpf ist der Ort, an dem die ausrangierten Puppen entsorgt werden. Die Sümpfe und Schluchten waren nicht Teil der Stadtentwicklung. In der Vergangenheit gab es kurzzeitig ein Kohlebergwerk, das aber wegen der Ergo-Entdeckung bald in Vergessenheit geriet. Später begannen ein paar gerissene Fabrikunternehmer, die sich um ausrangierte Puppen kümmerten, sie hier illegal zu entsorgen und machten den Sumpf zu dem, was er heute ist. Ein Sumpf voller ausrangierter Puppen und verdorbener Tiere ist das Grab von Krat. Glücklicherweise hat die Stadt angekündigt, dass sie mit der Ausstellung um die Ecke den kahlen Sumpf in einen Park verwandeln werden, also gibt es diesbezüglich etwas Hoffnung. Es ist ein wahres Höllengrab. Könntest du doch diese Art von Ort mit eigenen Augen sehen, noch bevor es entwickelt wurde. Ob gut oder schlecht, eine Erfahrung ist eine Erfahrung. Bewertung 2,5 von 5 Sternen. Eine Attraktion für die, die den Schatten von Krat sehen wollen. Lange Stiefel sind ein Muss. Reporter Redoro. Dieser Reiseführer wurde mit Unterstützung der Firma Vinini Freunde der Stadt erstellt. Ja, das... Okay. Der Stargazer activated. Aber jetzt will ich nochmal gucken, gab es noch einen anderen Weg hier lang? Oh, ganz schön viel Müll. It doesn't look like there is anything you can do for me, you little Schmoo. No. This place is... Okay, there's no easy way to say this, but it's a public graveyard. Humans call it an illegal dumping site. The city tried to stop it, but eventually had much bigger concerns. If the Grand Exhibition's horrific solution spread this far too, it's just terrible to think about. Oh, why am I thinking about it? Oh je, yeah, aber nein, hol aber aus hier, der. Eieiei. Ich verbrenne! So, reicht mir jetzt hier. Das ist mein Empfangskomitee hier. Schon zwei von den Dingern verbraucht. Was ist denn da? Ist das ein Hund? Was wollt der machen?
Der wollte doch irgendwas zünden. Da sterbe ich mich darunter, oder? Da sterbe ich, wenn ich da runterhüpfe. Alles für die Wissenschaft. Ich glaube, ich eigentlich mit 18.000 Ergo durch die Gegend. Holy moly Macaroni. Das ist natürlich... Sag es mal so, ich habe dazugelernt. Das lief aber jetzt wirklich... Oh, Dunkelmondstein, das ist natürlich sexy. Der will in die Luft gehen, der Arsch. Nein. Du gehst nicht in die Luft. Der hat einfach einen Bombenkopf. Alter! Nein! Nein! Einfach ein... Was machen die denn mit diesen Hunden? Isolierungskonverter. Ich denke mal, jetzt ist alles wieder. Oh. Das könnte uns egal sein, ne? Gewicht ist gleich. Dafür habe ich aber 1, 2, 3, 4 Sachen, die besser sind. Feuerwiderstand ist halt sehr hoch. Elektroblitz ist halt echt krass jetzt. Und das ist so der Säurewiderstand. Ja, komm, machen wir trotzdem den einfach mal rein. Einfach weil es keinen Sinn macht. Wobei, wenn er mich schon Blitz anbietet, dann muss es doch hier auch Blitzgegner geben, oder? Nein, nein, nein. Nein, nein. Ja, komm. Das wird mich eine Verderbnis kosten. Egal, alles für Tribus Ergo. Das kostet mich Energie. Habe ich ja nicht irgendeine Heilung hiergegen? Nee, habe ich nicht. Fernstatusladung. Verstehe ich nicht.
Was war das? Ich hab's nur gehört. Und ich hatte Angst. Nein! Nein! Das ist mein Untergang. Was mache ich jetzt damit? Oh mein Gott, das ist wirklich der Baum, der mich hier vielleicht rettet. Oh mein Gott, es war der Baum. Wie viel ein Baum ausmachen kann. Leute, pflanzt mehr Bäume, tut was für die Umwelt. Ist ja der Hammer. Danke dir. Bester Baum. Och, komm schon, komm schon! Nein! Oh mein Gott! Alter, was bin ich nur für ein Trottel, ey? Nein, 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 nein! Oh Mann, ich hab überlebt. Das war jetzt aber knapp. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's unfair. Jetzt müsste langsam mal ein neues Stargazer kommen. Weil es ist echt nicht ohne. Ja, jetzt hast du dein Schwert kaputt, mein Freund, ne? Ich dachte, ich fall wieder runter. Ach, von da bin ich eben gekommen. Ach, da ist wieder so einer. Ah! Wieder volle Energie. Jetzt hier hoch. Wahrscheinlich falle ich jetzt da runter und bin tot. Und dann weine ich. 27.000 Ergo. Ich könnte heulen. Ja. Ah! Ja klar! Du bummes Arschloch!
Oh mein Gott! Ich hab überlebt! Oh, das ist doch alles eine Frechheit! Oh, das war so klar, falle ich da runter. Und jetzt bringt er mich trotzdem um, wetten? Du Arsch. Wo ist er denn? Da oben. Okay. Nein. Ich schaffe es auch ohne Medipack zum Ziel. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ah! Was bist du? Shortcut? Sieht sowas von aus wie ein Shortcut. Ja, Kette. Hier links geht's lang und darunter. Komm ich von hier? Ah ne, da ist der Wolf. Was ist hier? Geil, da ist es. Ha. Wieder auf der letzten Rille ins Ziel gekommen, ey. So, dann mal hier. Ich habe noch die Musik zu abgeben, ne? Hier, Divine Service habe ich ja schon. Aber ich habe hier noch Quixotic. Quixotic. Simon, I should have told you about Simon earlier. Das ist dein Ex-Freund? He is the most dangerous man in Krat. He spreads mayhem and death for a delusion he calls evolution. Simon wants to evolve a new world in Krat. A horrible future. That's why I woke you up. If you can't find the Isle of Alchemists, I will help as much as I can. Whatever. Mach ich, aber lass mich erstmal leveln. I shall wait for you. I've always wondered why I'm a listener. Why this power came to me in this time and place. But now I understand. Ergo reached out, wanting someone to hear it was once. Or maybe it wanted someone to remember it. But the alchemists have tainted everything. Like many of their creations, it's tragic, but useful. You can, if they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree for them. Don't let the sacrifice of the alchemists' victims be in vain. Collect gold coin fruits, and let the Saintess statue inspire you to victory. You honor. So soll ich die alle erstmal sammeln, oder was? Puppet frenzy and carcass monsters don't happen by chance. They're all related to Ergo. Ergo is the essence of life, made from the petrification disease. It contains the memories, and that's why puppets sometimes awaken their old selves.
or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power, and he noticed that the process of curing petrification disease became a city of monsters and petrification disease. Because the king of puppets tried to stop Simon, but he didn't know our only hope is you. Whatever choice you make, so I will find another star, another falsely refined. Those rambling words they pressed upon my soul. Every inch I must towards the fatal side. So mit der Musik entlasse ich euch aus dieser Folge. Da war eine Stunde drin, fast. 15 Minuten. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.